Coole Kamerafahrten lassen ein Video professioneller wirken und lockern die Stimmung auf. Doch gutes Lighter kosten doch bestimmt extrem viel Geld, denken die meisten Leute. Falsch, ich will euch heute einen Slider für unter 70 Euro vorstellen, mit dem ich seit mehreren Monaten meine Kamerafahrten mache. Viel Spaß! Der Slider ist aus hochwertigem Carbon gefertigt, was es einfacher macht, ihn auf Drehs mitzunehmen, da er so nur 1,6 Kilogramm wiegt. Des Weiteren ist er auch nur 60 cm lang, was es auch nochmal angenehmer macht, ihn mitzunehmen. Mein alter Slider hatte 120 cm, das ist quasi unmöglich, so einen Slider portabel mitzunehmen. Geliefert wird der Slider in einer Live of Photo gebrandeten Tragetasche. Die Kameraplatte ist dann aus Metall gefertigt. Hier müsst ihr aber beachten, dass sie ein Dreiviertelgewinde hat. Das heißt, eure Kamera, die in der Regel ein Einachtelgewinde hat, wird nicht darauf passen. Solltet ihr aber einen Fluid Head haben, was grundsätzlich für die Benutzung eines Sliders praktisch ist, da ihr dann nicht nur Kamerafahrten von links nach rechts machen könnt, sondern eben auch Drehschwenks, was nochmal eine Ecke professioneller aussieht, dann sollte das für euch kein Problem sein, denn die meisten Fluidheads inklusive meinem haben diesen Dreiviertel-Gewindeanschluss. Wenn ihr nun einen Weg gefunden habt, eure Kamera auf dem Slider zu installieren, müsst ihr euch natürlich entscheiden, aus welcher Höhe ihr filmen wollt. Dafür könnt ihr entweder die Beine, also es gibt zwei links und zwei rechts am Slider, die Höhe der Beine verstellen, so wie es euch passt. Aber wenn das nicht hoch genug ist, könnt ihr den Slider auch einfach auf ein Stativ schrauben. Die Tragekraft für den Slider wird vom Hersteller mit 3,2 Kilogramm angegeben. Das heißt, ihr könnt eigentlich mittlere bis noch relativ schwere Normalfilmerkameras, also DSLR oder DSLM-Kameras, darauf packen. Mit einer RED wird das wahrscheinlich eher schwieriger, aber ganz ehrlich, wenn ihr euch eine RED für 30.000 Euro kauft, könnt ihr euch auch einen motorisierten Slider kaufen. Aber jetzt könnt ihr endlich anfangen zu filmen. Euch wird direkt auffallen, wie leicht und flüssig der Slider läuft. Damit hätte ich für diesen Preispunkt wirklich nicht gerechnet. Es macht echt Spaß, damit Aufnahmen zu machen. Aber zu den Aufnahmen. Lasst euch am Anfang vielleicht nicht entmutigen, wenn die ersten paar Shots, die ihr damit macht, nicht sonderlich gut aussehen. Gerade in Kombination mit einem Fluid Head gibt es bei einem Slider eine relativ hohe Lernkurve. Das dauert ein wenig, bis ihr da den Dreh raus habt. Wenn euch das Slider-Lernen zu anstrengend ist, dann könnt ihr euch einen motorisierten Slider kaufen. Allerdings kosten die mindestens das fünffache. Vollautomatische Slider, wie in Felix Barr zum Beispiel von Edelkron hat, gehen in den Tausenderbereich. Und ich denke, das sollte nicht der Anspruch sein, sich einen Slider für 1000 Euro zu kaufen. Da könnt ihr lieber ein wenig mit diesem Slider üben und ihr werdet in Kombination mit einem Fluid Head fast genauso gute Ergebnisse hinbekommen. Als Fazit kann ich sagen, für diesen Preispunkt ist der Slider unschlagbar und er sollte in jedem Filmerhaushalt zu geben sein. Klar, wenn ihr ein höheres Budget habt, könnt ihr euch einen motorisierten Slider kaufen, aber hier geht es ja gerade um das Low-Budget-Budget und da kann ich euch den Slider echt empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Das war's aber auch schon wieder mit diesem Video. Ihr könnt mir gerne mal Feedback unten in die Kommentare schreiben oder auch ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns in den nächsten Videos.